kann es besser? Wer kann mehr? Wer ist der Geilste? Das ist doch eigentlich die Frage, die wir hier allgemein klären wollen. Und auch mit Hilfe dieses ersten Spiels. Wir spielen leider nicht Buchstabensalat, das war erst mein Vorschlag, aber das war anscheinend zu schwierig. Deswegen spielen wir ein viel, viel schöneres Spiel. Das Schönste daran ist, dass ihr euch die meiste Zeit dabei nicht sehen könnt. Ihr werdet nämlich an den Kopfenden dieses Tisches Platz nehmen, das könnt ihr jetzt schon mal machen. Und nacheinander die gleichen drei Aufgaben bestreiten. Ihr werdet einen Teller vor euch platziert bekommen. Der erste kommt Millionär. Schon. Einfach Umlauf. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite mit Gummibären. Okay. Sehr erfolgreich, meistens im Gesicht. Gut, dann kommt die erste Aufgabe. Wir können die ja quasi schon mal exemplarisch hier antanzen lassen. Vor euch befindet sich just in diesem Moment ein Teller. Ihr dürft die erste Glosche heben. Die Glosche ist der Deckel. Ich will das sehen, also er darf das sehen. Ihr dürft das beide einmal angucken. So, fantastisch. Und jetzt sagt euch Tschüss. Ein Roboter-Igel. Ich verkünde euch die erste Aufgabe. Ihr habt 120 Sekunden Zeit, so viele Nadeln wie möglich in euren Körper zu stecken, so dass sie halten. Stecknadel rein in den Körper, bitte nicht ins Auge, nicht zu diesem Zeitpunkt der Sendung. Das wäre wirklich, wirklich ärgerlich. Moment, warum haben wir keine Dartpfeile? Darf ich noch mal ganz kurz noch mal die Aufgabe, falls ich was überhört habe? Mhm. Wir sollen möglichst viele von den Nadeln in den Körper hineinstecken. Exakt. Und zwar so, dass sie sichtbar stecken. Kennst du das nicht mehr aus der Grundschule? Das kanntest du nicht. Nein, nee, wir aber haben da Lesen, Schreiben, Mathe, sowas. Ja, wir nicht, deswegen bin ich hier. Wir haben da diese Stecknadeln genommen, haben die durch die kleine, mini kleine Hornhaut und Finger so durchgesteckt, dass die von alleine halten. Sowas zum Beispiel. Du sonst war nicht viel los in meine deiner Frage wäre jetzt, merkst du doch. Meine Frage wäre jetzt, wenn ich die ganz tief hier reinstecke. Ja, dann bist du sehr, sehr dumm. Würde die, habt ihr das ausgemessen in meinem Körper? Unter die Haut. Ich kenne deine subkutane Fettschicht besser als meine eigene. Deswegen glaube mir, keine gute Idee. Aber ganz kurz, wir haben hier jemanden, der spielt mit unfairen Mitteln. Ja. Zählt Klaas Nase auch? Nein. Sichtbar unter die eigene Haut. Und zwar die, die auch morgen früh noch an euch dran ist. So, dass sie, muss ich ja fragen, weil du kennst ihn. Dass sie stecken bleiben. Also nicht hier irgendwas mit Spucke kleben oder so. Sichtbar unter die eigene Haut stecken. Gott. So viele wie möglich. Das Ziel ist selbstverständlich, den anderen zu überbieten, ohne dass ihr seht, was der andere da veranstaltet. Ihr dürft blöffen, ihr dürft quatschen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr dürft nur gucken. Soweit klar? Klar. Fantastisch. Wie viele Sekunden? 90. 120. 120. Ja, der Spaß muss in die Extended Version, Freunde. Gut, wenn ihr keine Fragen mehr habt, ich habe hier schon wirklich lange keine mehr, dann starten wir dieses erste wirklich, wirklich schöne Spiel auf das altbekannte, traditionelle Tonsignal. Ah! Natürlich. Dir fällt wahrscheinlich gleich auch das Körperteil ab, in das du das alles reinsteckst, einfach aus Tradition. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wohin genau soll ich die eigentlich stecken? Ich habe keine Ahnung, wo ich auch nur eine reinstecken soll. Also ich suche. Du hast hier in der Grundschule halt nicht aufgepasst. Ja, ernsthaft, sag mal, Joko, ich suche die ganze Zeit nach einer geeigneten Stelle, aber alle tun zu weh. Also ich habe. Also, geht dir das irgendwie anders? Sind die desinfiziert? Wer von den beiden am Ende dieser 120 Sekunden mehr Nadeln sichtbar unter der eigenen Haut stecken hat, gewinnt diese erste Runde, bekommt einen Punkt. Wir steigern uns in Runde 2, gibt es 2 Punkte, in Runde 3, 3. Oh Gott, das ist unangenehm. Ha. Okay, also. Ja, ich sag Grundschule. Mann! Jetzt ist du rutscht ein Stück daneben, ne? Und schon ist es. Machst du Kunst? Ja, natürlich soll ja auch schön aussehen. Findest du? Das wird, also es ist. Ich. Also B-Note machen wir nicht heute, ne? Von hier aus klingt das so, als wenn Joko sich die alle unter die Fingernägel schiebt. Du. Oh, gute Idee. Oh. Ich hätte gerne so einen richtig dicken, fetten Eiterpickel, dann könnte ich den da reinstecken. Und wenn du denkst, es geht nicht noch unterirdischer, einem von den zwei fällt schon noch was ein. Walk a mile in my shoes. Zu klein. Das stimmt. Das sind die letzten 10. Und Finger von der Nadel. Finger.
Haarnadel. Vor lauter Aufregung. Gucke. Eine ist rausgefallen, die war da drin. Ja, schade. Sichtbar unter der Haut steckend. Die Finger von der Nadel, so wie sonst montags morgens. Ich freue mich. Ich genieße das Bild noch einen kleinen Moment, diese leicht angewiderten Gesichtsausdrücke. Und ich lasse mal kurz die Wand runter, dann könnt ihr euch gegenseitig bestaunen. What? Also, in den Regularien steht, ich muss eigentlich zählen. Ja, das möchte ich auch bitte. Ja. Weil ich will einfach. Hä? Hast du einfach immer sofort einmal genommen, du Dixer. Also, abgesehen davon, dass Joko hier wirklich also für die künstlerische Ausarbeitung den Sonderschulpreis für gelangweilte Nadelaktionen bekommt, geht der Punkt in der ersten Runde eindeutig hier rüber. Okay. 1:0. Du darfst die Nadeln wieder entfernen. Bin ich froh, dass ich da den Aber können muss. Wir einmal ganz kurz, mich würde ernsthaft interessieren. Das sind irgendwie 30 oder so. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Am 13. Januar habe ich Geburtstag. Das muss Glück sein, dass ich genau 13 gekommen bin. Das ist wirklich also ganz fantastisch. Auch schön, wie du es schaffst, deine biografischen Höhepunkte immer wieder in den Verlauf dieser Sendung einzuflechten. Natürlich, vielleicht kriege ich mal ein Geschenk. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen Runde 2. Was essen wir heute? Lieferando.de hat alles. Asiatisch, Schnitzel oder deinen Lieblingsburger. Probier was Neues oder wähle deinen Favoriten. Egal worauf du Lust hast, es ist Zeit für Lieferando.de. Wer kann mehr? Erster Punkt für Klaas, zweite Runde. Es gibt 2 Punkte. Die jungen Herren, die eigens für diesen Abend einen Volkshochschulkurs im Servieren besucht haben. Und dann hast du dir auch anders vorgestellt, Leon. Aufgabe 2. Ihr dürft die Glosche heben. Das ist die Gage für heute Abend, richtig, aber auch die nächste Aufgabe. Bevor ihr jammert, hört zu Ende zu. Die Frage ist, wer isst mehr von diesem 100-Euro-Schein? Der ist selbstverständlich abgelaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Verfallsdatum längst überschritten. Gammelgeld nennen wir das hier auch. 90 Sekunden Zeit und ihr müsst entscheiden, wie viel ihr moralisch vertreten könnt von diesem 100-Euro-Schein zu essen. Ich lasse euch mal alleine mit euren finsteren Gedanken und guck mich nicht so an. Ich muss jetzt ernsthaft Geld essen. Nee, musst du ja nicht. Du kannst es auch einfach sein. Das ist ein freies Land. Schön groß an KIZ. Kurz überlegen, was passiert. Aber das wird das erste Mal sein, dass ich danach Geld scheißen kann. Die einen sagen so, die anderen sagen so. 90 Sekunden Zeit. Wer isst mehr? Ist überhaupt einer irgendwas oder haben Sie noch einen Funkenanstand? Eine komplett perverse Aufgabe. Das ist richtig. Nee. 90 Sekunden ab Signal. Es ist ja ein taktisches Spiel auch, ne? Man muss das ja gar nicht, also theoretisch kann man sich auch überlegen, wie viel von so einem Schein darf fehlen, dass man den immer noch benutzen kann, heute Abend, damit ihr auch nach Hause kommt. Wenn man da jetzt nur so ein Eckchen oder ein Krümelchen oder nur mal ablecken, ich weiß nicht, ob das auch zählt. Wer isst? So, jetzt habe ich das erste Stück runtergeschluckt. Mehr. Aber nicht, dass du dich übergibst, sondern man weiß ja, dass du Geld nicht gut bei dir behalten kannst. Ach, der findet vielleicht noch eine Socke, wo er reinkotzen kann. So, noch 35 Sekunden ab jetzt. Hier wird taktiert. Das ist wie beim Poker, nur nicht wie beim Poker, also anders, aber fast. Ist auch spannend, sagen wir mal so. Wie beim Poker, nur ohne Würfel. Nicht dem, also wirklich. Bitte mit geschlossenem Mund kauen, alle beide. Das wäre mir sehr lieb. Die letzten 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Zeigt euch ruhig kurz eure Teller. Ich möchte gerne die Reaktion sehen. Es gibt 2 Punkte in dieser Runde. Hast du nicht. Hat er nicht? Hast du nicht. Er liegt da. Ganz ehrlich, den Punkt, den kannst du haben, das ist mir viel zu pervers. Ich habe den 100-Euro-Schein verschenkt und du hast es wirklich gegessen. Und das kannst du, you can't undo that. Das hast du jetzt gemacht. So, ganz kurz,
Darf ich mal eine Sache mal sagen? Dieser Punkt, Joko, hör mir mal kurz zu. Kurze Frage. Wie alt bist du? 25. Richtig. Bitte schön. Das ist nicht das Problem. Nein. Der ist doch noch, der ist doch noch einsatzfähig. Hast du nicht verstanden, was ich meine? Das ist ja, du hast doch gar nicht verstanden, was ich eigentlich meine. Das ist ja total nett von dir, deswegen auch verschenkt das jetzt so. Hast jetzt, du gar nicht verschenkt? Super. Doch, habe ich auch verschenkt, aber darum geht's gar nicht. Du hast ihn gegessen, Kollege. Und das ja, steht, aber doch nur eine ganz kleine Ecke. Wenn ein paar schlaue Leute, die so als Administrator arbeiten bei einer gewissen Informationsseite, schreibt es bitte in den Wikipedia-Eintrag. Ja? Man kann es ja nicht mehr rauslöschen, weil es entspricht ja der Wahrheit. Ich möchte einfach, dass im Wikipedia-Eintrag steht, er hat eine kleine Ecke vom 100-Euro-Schein gegessen. Einfach so, damit man mal weiß, wo er angekommen ist 2019. Ja? Zwei Punkte für Joko Winterscheid, Runde 2. Um jeden Preis. Viel Spaß damit. Er ist jetzt ein klitzekleines bisschen mehr wert. So, dritte Runde, letzte Runde. Wer die letzte Runde gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Wir kommen zur Aufgabe Nummer 3. Die Herren, tragen Sie vor euch, für euch. Schauen Sie hier. Na, was machst du heute Abend noch? Prosit, der Mann ist reich von innen. So, ihr dürft den Deckel anheben. In diesem Behältnis befinden sich 2 Liter gekühltes, frisch gemolkenes Wurstwasser. Und wenn ich frage, wer kann mehr, muss ich dann eigentlich noch erklären, wer was hier mehr, also nicht wer kann mehr kotzen, das kommt vielleicht später noch. Aber erstmal ist die Frage, wer kann mehr Wurstwasser trinken in 90 Sekunden. Wurstwasser, das Champagner des deutschen Fernsehmoderators. Wer mehr als der andere trinkt, gewinnt diesen letzten Punkt. Verliert natürlich den Rest Würde, den er noch im Körper trägt, aber hey, das war der Deal. Alles, was ihr nicht trinkt oder was ihr vielleicht versehentlich ausspucken müsst, das spuckt ihr bitte hier in diesen RTL-Eimer. Ich bin kurz davor, jetzt nach Köln zu fahren, Thomas Gottschalk mit Ethanol zu betäuben und einfach sein Leben weiterzuleben. So, bitteschön. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass ich in jeder Folge von dieser Show immer kotzen muss. Nee, das bist du ganz alleine. Das ist deine freie Entscheidung. Du bist Herr über deinen Magen. Du kannst sagen, nein, ich möchte naja, das aber nicht. Ich bin ja nicht heute aufgestanden, um zu verlieren. Ja? Nicht? Oh. Nee, ausnahmsweise heute nicht. Heute mal nicht. Ich mache mal schon mal auf hier, damit das gleich nicht noch Zeit wegnimmt. 90 Sekunden Zeit. So viel Wurstwasser trinken, wie es irgend geht. Mehr als der andere ist besser. Alles, was ihr ausspuckt, kommt hinterher wieder rein. Soweit klar? Alles klar. Die letzten 90 Sekunden. Ich sag mal Prost. Bald ist Oktoberfest. Los geht's. Auf geht's. Du, das ist wie so ein Tequila mit Wurm, nur in ganz anders halt. Ist wie mit dem Pokern gerade. Muss aber auch schlucken. Kurze Frage. Bitte. Wenn ich das jetzt retourniere, ist es nicht drin geblieben und zählt nicht? Richtig, retournier's bitte in den Eimer. Danke. Oh, okay. Fertig. Ah, yes! Ah. Ah. Oh, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Noch 35 Sekunden. Oh. Das Spiel ist aus. Gut. Das sag mal so, ich hole mir den Punkt später. Ist relativ offensichtlich. Messen obsolet. Zweite Runde gewonnen, Winterscheid. Die 3 Punkte kommen noch dazu. Guck mal wieder. Vielleicht kommt gleich noch was raus. Erster Studiopunkt für Joko, ob sich das gelohnt hat. Man weiß es nicht so genau.
Nicht? Joko, geh raus! Joko! Unterm Tisch. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, während der Mann unterm Tisch sich eventuell ein kleines bisschen erleichtert, Moment, möchte ich Sie auf den demokratischen Grundgedanken dieser Sendung hinweisen. Nee, wenn das alles wieder rausgeht, dann wird hier neu berechnet. Nee, ist zu Ende, vorbei, Spiel vorbei, Ende, Punkt, aus, vorbei. Wie, nee, du hast gesagt, wenn das wieder rausgeht, dann ist das, ja, aber jetzt nicht. Ist ja Spiel vorbei, jetzt kann es rausgehen. Wenn du das gewusst hättest. Komm, das war's doch wert. Warte mal, bitte. Pass mal auf, bitte. Nee, so habe ich das nicht. Deswegen habe ich nichts getrunken. Du bist jetzt fertig. Wie viel ist dann im Eimer? Bist du auch da drunter? Komm, halt den Eimer in der Hand. Kannst du einmal reingucken. Ich möchte das nicht. Das ist unfair. Einfach unfair. So. Also, während der Klasse. Das habe ich so nicht verstanden, sonst hätte ich auch was getrunken. Ja, wenn du das so gewusst hättest. Ja, natürlich. Dass man nicht nach dem Spiel noch Punkte aberkennt. Heiter daus. Wirklich. Ich dachte, da kommt ein Notar mit nach Hause. Das ist richtig. Das ist bei RTL. So. Da müsstest du tatsächlich einmal Sender wechseln.